Jetzt wollte ich gerade meinen Kopf gegen das Mikrofon hauen und habe außerdem diesen, also du hast ja noch diese Ständer bei mir, wo so das Mikrofon dran geschraubt ist. Mhm. Da habe ich mir gerade einen voll in die Nase gerammt, Alter. Nimm das bitte mit rein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gwent The Witcher Card Game, liebe Gwentys und Gwentlemen. Wir haben uns mal wieder ein Deck gemacht. Wir nennen die Folgen jetzt Deckschmiede, oder? Klingt ganz cool. Deckschmiede klingt besser, ja. Ja, als einfach nur Gwent. Wir kommen wieder zu einer neuen Deckschmiede. Wir haben uns diesmal ein Veteranendeck gemacht, gegen die wir auch schon das ein oder andere Mal gespielt haben. Diese Veteranendecks sind eigentlich, also es ist jetzt nichts Besonderes, es ist halt auch irgendwie nicht so schwer zusammenzubauen. Das Problem an diesen Veteranendecks ist halt, oder das, was wir jetzt halt spielen, es ist allen so ein Veteranendeck, was viele spielen. Wer die Deckerklärung jetzt nicht hören will, unten Videobeschreibung, erster Link bei den Deckschmieden immer, wenn die Spiele beginnen. Ansonsten, Veteranen, ja, wir haben schon mal gegen gespielt. Das Deck zielt halt im Prinzip darauf, so ein bisschen die Veteranen mal zu nutzen. Die Two-Search-Veteranen, die eigentlich so gut wie kaum gespielt werden. Das Problem an diesen Veteranen ist, sie sind eigentlich okay. Also, die Fähigkeit ist, sage ich jetzt mal, nicht so schlecht, aber sie triggern halt nur von Two-Search-Einheiten. Und es gibt nicht so viele Two-Search-Einheiten, sage ich mal, ich weiß gar nicht, ob es richtig ausgesprochen ist, tut mir leid, wenn es falsch ausgesprochen ist, die diese Fähigkeit, ich gucke mal nach, die diese Fähigkeit bekommen können. Es gibt zumal die Axtmänner, das sind, glaube ich, noch die einzig weiteren. Warte mal, nein, Sunquade, Sjema, Spokwa. Genau, es gibt die Axtmänner. Das Problem ist, Axtmänner spielt man nicht oder man spielt die Veteranen eigentlich nicht im Axtmänner-Deck, weil Axtmänner brauchen halt sehr spezielle Karten, damit sie funktionieren und das wird nicht so gut gehen. Ansonsten haben wir hier Dimium, hier haben wir Uncrate, also man sieht es schon hier, es gibt kaum Two-Search-Einheiten, dass die Axtmänner da oder dass die Veteranen so richtig fruchten könnten. Also ich fand auch, die Decks haben, also wenn wir gegen die Decks gespielt haben, fand ich immer, dass sie nicht so recht gut funktioniert haben. Die sind eigentlich recht gut. Sinn des Decks ist es im Prinzip, also man spielt seine Veteranen, die Veteranen buffen halt die Two-Search und es gibt einen ganz bestimmten, und zwar die Skirmishers, das sind Two-Search-Einheiten. Two-Search, ja, Two-Suche, boah, Alter, das sind einfach Two-Is, ja, wir nennen jetzt Two-Is, weißt du, wie die Flugchen, das sind Two-Fly. Also, es gibt, diese Axtmänner sind eigentlich primär nur da, um erstmal sich selber zu buffen und um die Two-Is hier zu buffen, also die Skirmish-Two-Is, weil man kennt die ja, wenn sie auf den Friedhof gelegt werden, werden sie nochmal gestärkt. Das Deck hat im Prinzip nur den Sinn, eigentlich so dieses ganze Deck zu ziehen und immer diese Skirmisher zu retzen. Das heißt, dass man halt mit diesen Retzkarten, man sieht es auch hier, wir spielen 5 Retzkarten, was ziemlich viel ist, sogar selbst für skellige Deck. Man zielt halt darauf ab, die Skirmisher immer zu buffen mit den Veteranen und auf den Friedhof zu werfen. Gar nicht mal zu spielen, sondern eher abzuwerfen und dann damit halt, naja, ich sag mal halt, die Runden zu gewinnen. Es ist im Prinzip, das Deck zielt halt darauf, kurze Runden zu spielen, weil sie wirklich sehr schnell gute Stärke mit den Reds anbringen können. Wenn die Tuis mal auf dem Friedhof waren, also wenn man alle 3 Veteranen gespielt hat und dann Tui abgeworfen hat, haben die auf dem Friedhof schon allein 13 Stärke in der ersten Runde. Und die haben auch so die Veteranenfähigkeit. Das heißt, es kann ganz leicht passieren, dass man vielleicht einen 15 in der letzten Runde retzt. Ja. Ist halt im Prinzip die Taktik dieses Decks. Wir haben 3 Raider drin. Die Raider sind eigentlich primär zum Abwerfen unserer Zielkarten. Also wir spielen Swanwick und wir spielen Emiron. Karten ziehen, Karten abwerfen. Was man im Deck eigentlich immer abwerfen will, sind erstmal die Raider und halt die Skirmisher. Das sind so die Abwerfkarten. Also man hat 6 Stück und man zieht halt auch genau 6 Karten. Und man kann mit Bran kann man auch noch 3 Karten abwerfen. Das heißt, man könnte halt nochmal diese, ja, muss man halt gucken, was man so auf der Hand hat, was man zieht. Man kann die Raider abwerfen oder die Skirmisher. Man muss nur immer bei dem Deck bedenken, man sollte als letztes wirklich die Skirmisher abwerfen, denn wir haben auch die Piraten-Captain drin. Die Piraten-Captain wurden geändert, dass sie jetzt von der letzten Karte, die man abwirft, die Stärke bekommen. Das heißt sozusagen, wenn man den Tui abwirft, würden die so 7 Stärke raufbekommen. Wenn man den Tui vorher noch mit Veteranen gebufft hat, würden sie 10 Stärke raufbekommen. Das heißt, man will möglichst diese Piraten-Captain haben, wenn sie halt hohe Stärke haben. Und das erreicht man, indem man zuletzt die Tuis abwirft. Das ist halt sowas, was man so bedenken muss. Ja. Ja, wir haben eine Locker drin, weil der Locker gar nicht so schlecht ist, kann man gebrauchen. Swanwick ist nochmal um Karten zu ziehen.
Genau, 5 Retzer. Wir haben 3-mal die ganz normalen Priester. Wir spielen einmal Siegfrieda und einmal Restore. Ist im Prinzip, ja, einfach nur zum Retzen, einfach nur um die Tuis immer aus dem Friedhof wieder rauszukriegen und zu spielen, damit sie sich dann halt nochmal buffen. Wir haben einen Hagelsturm, um den Gegner ein bisschen zu nerven. Kein Spion, weil das wird in diesem Deck nicht gebraucht, weil man schon allein 3 Karten abwirft und dann halt nochmal Möglichkeiten hat, Karten abzuwerfen. Einmal Greymist. Greymist ist primär dazu da, eigentlich um mal First Light zu haben, wenn man es wirklich braucht. Ansonsten nimmt man halt den Bloodcurdling War und verwandelt einfach eine Priesterin in einen Elverbär, was ziemlich stark ist. Ja, Goldkarten gibt es eigentlich auch nicht so viel feste. Also Emiron ist natürlich eine feste Karte in diesem Deck, kann man so sagen, weil es gut ist, um die Karten, die man braucht, zu ziehen und die Karten, die man abwerfen will, abzuwerfen. Die anderen Goldkarten, ich habe jetzt noch einmal Madman Lugos. Falls es irgendwie mal nicht dazu kommt, dass wir die Skirmische alle ziehen und abwerfen können, kann man immer noch einen aus dem Deck abwerfen. Ich spiele Korall einmal. Korall ist eigentlich ja nur für die Jadefigur da, wenn man gegen irgendwas Nerviges spielt, dass man das zu einer Jadefigur macht. Sei es jetzt Trollolol, sei es ein Axtmann oder so. Korall ist einfach dazu da, um Schlüsselkarten vom Gegner wegzunehmen. Und selbst wenn er diese hätte retzen können, er es nicht mehr kann, weil sie nur noch 2 Jadefiguren sind. Und wir spielen Eskel. Eskel ist einfach auch eine starke Karte, sag ich mal, die den Bronze oder Silber in einer Hand, die nicht boostet, wegmachen. Sehr solid. Primär Trollolol, Zwerge, die hochgestärkt werden. Also der kann wirklich sehr viel wegmachen. Ja. Das sind halt so die Remove-Karten. Ja. Wir gucken uns mal an, wie das Deck funktioniert. Es ist, wie gesagt, eigentlich relativ simpel. Man will die 6 Karten abwerfen. Man will achten, dass die Tuis als letztes abgeworfen werden. Man will in der ersten Runde halt möglichst alle 3 Veteranen spielen. Es kann mal sein, dass man nicht alle spielt, ist aber auch nicht so schlimm. Und in den letzten Runden will man halt die Priesterin spielen, Siegfrieda spielen und seinen Restore spielen, um die Tuis wieder aus dem Friedhof rauszuholen. Worauf man aber bei dem Deck achten sollte, also was ich ja schon gesagt habe, es ist ein Deck, was über sehr kurze Zeit sehr viel Stärke aufbauen kann. Weil fast jede Kreatur, die man so spielt, über 10 Stärke hat, ohne irgendwelche Nachteile. Sogar mehr Stärke fast. Deshalb sollte man halt möglichst versuchen, wenn man die ersten 2 Runden spielt, selbst wenn man jetzt die erste Runde gewinnt, nicht in der zweiten direkt passen, weil das, was die Gegner bei uns immer gemacht haben, ist, versucht haben, lange Runden zu spielen. Aber dieses Deck ist halt auf kurze Runden verdammt gut. Ja. Na gut. Wir gucken mal uns mal, was das Deck machen kann. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Nilfgaard. Nilfgaard. Schön, ja, Man at Arms. Of course, friend. Okay, mal gucken. Oh, bitte ist es nicht dieses Nilfgaard-Troll-Deck mit dem Discarden. Das ist halt richtig nervig. Also mit dem Ziehen. Das ist halt richtig nervig. Okay, wir haben... Ich leg mal die Raider ab. Oh, wir haben 3 Mal schon unseren Offizier. Das ist gut. Wir haben aber keinen einzigen Veteran, was mir so ein bisschen Sorgen bereitet. Oh, einen. Wir haben einen Veteran. Der Klassiker. Ich überlege, ob ich mit König Bran anfange. Ich könnte auch theoretisch... Wobei, ich habe halt Angst bei Nilfgaard. Okay, es ist nicht, wahrscheinlich nicht dieses Deck. Wenn es Nilfgaard-Deck ist und er spielt jetzt Skias, dann kann er unsere Veteranen alle sofort aus dem Deck werfen. Das wäre bitter. Aber ich denke, ich weiß nicht, ist es dieses Discard-Deck? Ich glaube sogar fast nicht. Ach komm, der wird schon kein Spears haben. Denn doch haben wir Pech gehabt. Ja, man kann doch ohne die Veteranen noch gewinnen, aber gegen diese, ich sag mal, Abwurfdecks zu spielen, ist schon relativ nervig. Nicht Abwurfdecks, sondern gegen diese Ziel. Es ist auch kein Zieldeck, weil der hätte mehr Karten im Deck. Okay. Ich spiel mal Swanbreak. Zieh einen der Raider, okay, dann werfe ich mal den Raider ab. Wollte ich gerade sagen, werf den noch gleich ab. Ja, aber siehst du jetzt schon, die Karte ist momentan anscheinend noch ein bisschen fehlerhaft, weil steht am Ende jeder Runde wird die Karte gebufft, aber sie wird immer gebufft, sobald man die Karten jetzt abwirft. Wieso macht er den Spion weg? Okay. Ich verstehe sowieso nicht, aber... Jetzt kommt König Brand, jetzt müssen wir gucken. Wir werfen einen Raider ab, wir werfen noch einen Raider ab und wir werfen jetzt unseren Tui ab. Tui. Die Raider werden abgeworfen und die letzte Karte, die abgeworfen wird, sollte eigentlich der Tui sein. Das heißt, die sind jetzt 12 Stärke. Du siehst es halt schon so, du hast einfach eine Karte abgeworfen und 12 Stärke.
Und die resetten sich, glaube ich, auch nicht mehr. Wir haben schon ein paar mehr abgeworfen. Ja, aber die werden nicht mehr weiter gebufft. Die buffen sich nur noch einmal für die stärkste Karte oder die letzte Karte, die abgeworfen wurde. Wenn ich jetzt wieder einen Raider abwerfen würde, dann... Wenn ich jetzt wieder einen Raider abwerfen würde, dann würden die sich halt wieder zurückbuffen, sag ich mal. Echt? So bitter, ja, so bitter es klingt. Bam, 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 bam. Ich überlege, also Nilfgaard spielt eigentlich nicht mit Wettereffekten. Wir könnten jetzt einen 12er opfern, wobei wir werden vielleicht nächste Runde noch eine stärkere Karte abwerfen. Ich überlege nur, ob ich jetzt vielleicht den Bären beschwören soll mit dem Rohr, also indem ich Graymas spiele und seinen Spion wegmache. Den Bär mit dem Rohr, ja, mach doch. Weil ich sehe gerade auch keine andere Möglichkeit. Ja, wir hätten einen 12er einfach so spielen können. Ja, aber wozu? Ja, wenn wir noch andere Möglichkeiten haben. Okay, er retzt einen Skirmisher von uns. Das ist aber nicht kritisch. Weil wenn der auf dem Friedhof liegt, das ist sogar ganz gut, können wir uns den ja wiederholen mit dem Locker. Aber auch von seinem Friedhof? Auch von seinem Friedhof. Wir holen uns ja die Karte von seinem Friedhof. Ach ja, stimmt. Und packen die auf unserem Friedhof. Das heißt, wenn er, der hat im Prinzip jetzt nur für uns eine Runde gebufft. Okay, ich würde sagen, fast sogar... Macht 11 Schaden. Ja, wir passen jetzt. Wir liegen zu weit hinten. Wir wissen, dass er auf jeden Fall einen Spion hat nächste Runde. Wenn er die Runde gewinnt, muss er anfangen. Er wird auf jeden Fall den Spion spielen. Emion ist okay und noch ein Skirmisher ist okay. Die drei Piraten würde ich sogar behalten, weil die wären es diese Runde ganz nützlich. Ich behalte erstmal alles so. Für die Runde ist das okay. Ist die Frage jetzt nur, mit was er anfängt. Er wird wahrscheinlich... Was? The North shall tuck tail, beg for mercy. Vielleicht will er... Ah, er spielt eine Karte zuerst und nimmt die dann zurück. Stimmt ja, das haben sie geändert. Du spielst jetzt erst eine Karte, sonst die nimmst du auch gleich dann zurück. Das heißt, der wird jetzt nochmal den 12er auf die Hand zurücknehmen können oder den 9er. Naja, macht nur Sinn, dass er einen 2er nimmt. Wir ziehen erstmal noch. Korall ist tatsächlich okay. Jetzt müssen wir überlegen, was wir abwerfen. Ich würde Korall ganz gerne behalten. Wir werden auf jeden Fall den abwerfen. Ja. Korall würde ich behalten. Wir können halt auch, wobei, ich weiß nicht. Ja, wir haben bis jetzt 3 Retzer, so. Das wäre vielleicht für die letzte Runde ganz gut. Aber wir müssen jetzt diese Runde gewinnen. Ich würde vielleicht ganz gerne, ich weiß nicht, soll ich einen Captain abwerfen? Oder einen Retzer? Werfen Captain ab. Aber der Captain wird jetzt nochmal gebufft, ne? So, siehst du, haben die Captain noch eine Stärke mehr bekommen. Ja. Mal gucken, ob er uns jetzt nicht den Arsch aufreißt dafür, dass wir einen Captain abgeworfen haben. Ach, ich glaube nicht. Ich glaube, er will die Runde noch ein bisschen hinauszögern. Das ist aber nur gut für uns. Ja. Weil, wie gesagt, auf kurze Runden gewinnen wir relativ gut. Na, was holt er sich? Okay, ich werde den erstmal jetzt locken. Das Wichtige ist jetzt nicht, dass er sich bufft, aber ich will unseren Tui Search wiederholen. Ich hoffe jetzt nicht, dass er jetzt... Er hat noch einen von denen. Ich wusste es. War es das mit dem? Deswegen haben wir Korall oder Dingens im Deck. Eskil. Zack. Schade. Let us see. Ja, egal, wir haben immer noch für die letzte Runde genug Powerhouse. Wir haben 3 Retzer. Wir haben zwar nur noch 2 Tui Search, aber wir könnten halt noch einen anderen. Wir könnten auch einen Veteran einfach retzen. Hat ja super funktioniert mit dem Veteranen, ne? Ah, wir haben nur einen gezogen, ne? Wir könnten auch noch Graymas retzen und könnten eine Retzerin in einen Elverbär verwandeln, ne? So schlimm ist das nicht. Ich denke mal, dass er jetzt passen wird.
Wobei, ich weiß nicht, haben wir nicht, wir spielen noch den anderen Captain raus. Wir könnten auch jetzt theoretisch schon einen retzen. Aber, wobei, ich glaube nicht, dass er drei Medics spielt, weil du spielst eigentlich keine drei Medics. Das wäre mir komplett neu. Zwei, okay, drei, nee. Weil dann bist du gegen andere Decks zu anfällig. A shame I have no time. Das heißt, wir werden mal jetzt einen benutzen. Okay, kannst du mal Schaden machen. Verstehe nicht, versucht er dich jetzt noch richtig fertig zu machen, oder? Ich weiß nicht, ob er die Runde gewinnen will oder uns die Möglichkeiten nehmen will. Ich werde mal einen von den... Dann hat er für nächste Runde noch mehr Stärke. Das ist ja richtig. No door is closed to me. Also ich gehe davon aus, dass wir die Runde gewinnen werden. Wobei er kann jetzt natürlich Menno haben, aber ich überlege, ob ich den anderen Tui Search auch noch den Tui retze. Willst du nicht erstmal den Dings spielen? Wobei die sind recht stark. Ha, der Tui wird dann halt nochmal gebufft so und. Im Prinzip haben sie dieselbe Stärke. Ja. Wir haben nur noch die Priesterin so mit der nächsten Runde. Ja, aber du hast schon recht, weil wenn ich jetzt noch einen Tui spiele, dann haben die beide 12 und können leicht weggebrannt werden. Ich spiele mal noch den Piraten. Okay, er passt jetzt. Also siehst du, wir haben noch zwei Retzer. Wir retzen den 15er und wir retzen den 12er so. Plus, dass wir noch die Retzerkarten haben. Ich glaube nicht, dass er uns da großartig was entgegenzusetzen hat noch. Oh, guck mal, wir ziehen sogar noch einen Veteran, das ist Premium. Wir können nur schlechter ziehen. Stars are all the trophies I need. Yay. Wir buffen die sogar noch mal im Friedhof. I shall do as you call. Oh nein. Er legt uns die beiden zurück. Ins Deck. Nein, er hat sich Roach zurückgelegt. Hat er? Das ist aber der dümmste Move, den er hätte machen können. Also, ich meine, ja, okay, er wird auf jeden Fall noch eine Goldkarte haben, so. Und ich nehme an, seine letzte Goldkarte wird Dingens sein, dass er. Also, er wird jetzt noch einen Infiltrator haben und Menno haben. Ja, oder den Spionholer. Okay, das bringt ihm nicht viel. I strive above all to be just. Okay. Ah, ist die Frage, was er jetzt natürlich noch hat. Damit habe ich nicht gerechnet. Guck mal, was können wir retzen? Wir haben da selber eine Karte. Wir könnten Locker retzen. Locker wird uns nichts bringen. Wir könnten Grey Mist retzen. Na, der wird uns auch nichts bringen. Wir könnten Veteran noch retzen. Wir könnten den Veteran retzen. Wobei der Veteran... Ah, der Veteran würde uns halt 10 plus 2 geben. Grey Mist würde uns halt... 3 plus 11, oder? Ne, plus 10. Einen haben wir ja noch. 3 plus 10 geben. Nimmt sich nicht viel, aber ein Punkt könnte entscheidend sein. Ja, der Veteran wäre 12, die wäre 13. Ich retze dann Grey Mist. Was brauchst du? Not you again. Ich hätte auch theoretisch den Spion killen können. Wenn er den Spion jetzt noch wegmachen kann, hat er gewonnen. Er brennt sich was weg. Was zieht er? Infiltrator hat gewonnen. Knappe Runde. Ätzend. Ja, ich muss mal auch ganz. Also gegen Nilfgaard ist es halt. Oh, die Blase ist gerade geplatzt. Gegen Nilfgaard ist es halt so nervig zu spielen, weil er halt eben mit deinem Friedhof so rumfuscht. Aber ich glaube, man hat's gesehen. Er wusste, also so in etwa, was er zieht. Ich meine, er hatte nur noch drei Karten im Deck. Und da konnte man wahrscheinlich schon. Und du, ja, du hast es auch gemerkt, dass er clever gespielt hat, weil er hat uns in der letzten Runde halt die wir nicht brauchten, zurückgepackt. Hätte er uns. Ja, wobei ich weiß gar nicht.
Er hat schon ganz clever gespielt, er hat halt die Stärkste zurückgepackt. Hätten wir, glaube ich, letzte Runde nicht gerettet, sondern den Captain gespielt, hätten wir jetzt bessere Chancen noch gehabt. Aber ich glaube, wir hätten trotzdem nicht gewonnen. Ja. War einfach besser. Ja, mein Gott. War einfach gut gespielt von ihm. Das war es soweit mit der ersten Runde. Wir sehen uns gleich nochmal wieder in der zweiten. If it's peace, you can die. Prepare for war. Du siehst irgendwie ziemlich häufig Nilfgaard. Also vor allem auch hier nicht ranked, siehst du sehr häufig Nilfgaard. Und dann mit diesen lispelnden Lieder. Prepare for war. So, prepare for war. I'm gonna strike you heftig. Okay, ich denke, das ist eine Priesterin ab. Den Locker will ich ganz genau halten. Ja, ich habe wieder Angst, dass er natürlich, ich lege mir noch eine Priesterin ab. Hier wollen wir jetzt für die letzte Runde. Korall will ich ganz genau halten. Er wird so ein Reveal-Deck spielen, das ist ganz klar. Wow, wir haben echt Premium-Hand. Warum spielen wir das Deck überhaupt? Ich weiß nicht. Für sowas braucht man Glück, wir haben kein Glück. Durch Können kann man leider nicht alles ausgleichen bei Kartenspielen. Ja, normalerweise wird es halt in der ersten Runde ziemlich viele von den Veteranen spielen. Wir haben bis jetzt immer nur einen Veteranen zum Beginn der Runde auf der Hand gehabt. Set at my table and let's drink! So, wieder Standard, die drei Raider abwerfen. It's boring just standing here. Not all battles need end. Ich will jetzt auf jeden Fall drei Golems ziehen und noch mehr. Okay, er weiß, dass wir erst hier haben. Kennt den Goldkartentrick. Quiet, or the Kommissar will hear. Wir können aber Eskel jetzt direkt spielen, so. Möchtest du? Wir müssen halt irgendwas spielen, womit wir mehr als die Stärke haben. So, Eskel wäre jetzt perfekt, um den wegzumachen. Dann würden wir halt zwingen, noch eine Karte zu spielen. Ich denke nicht, dass wir diese Runde gewinnen werden. Wir hätten Eskel auf Feuer spielen können, natürlich, um den wegzumachen. Das wäre, glaube ich, besser gewesen. Ja. Dann hätte er aber vielleicht Korall aufgedeckt. Na, ja, den natürlich. Wir haben nichts, womit wir revealen können. Und für ihn ist der einfach nur gut, weil wenn er den revealt, wird er gespielt und er zieht eine neue Karte. Naja. Ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt noch so lange ziehen will, aber ja, müssen wir ja im Prinzip. Ich lock den mal, oder? Ja. Voll Händel! Kling. Klauen wir den anderen. Ich glaube, Revealer spielen nicht mit so viel Retzern. Das ist ganz praktisch. Weil die halt schon andere Karten fest drin haben müssen, damit das Deck relativ gut funktioniert. Also halt die Belagerungsmaschinen Golems und von denen spielen sie schon drei. Dann spielen sie, glaube ich, noch die 10er-Karte, die von sich aufdecken. Ja. Who is to die? Er entlockt die wieder. Wir werden jetzt niemals so viele Karten ziehen, dass wir die noch abwerfen können. Das heißt, ich spiele mal einfach ein Deck. Ab dem Punkt, wo wir nicht mehr über ihn kommen in einer Runde, passe ich dann. Die erste Runde werden wir wahrscheinlich nicht gewinnen. Und jetzt wird wahrscheinlich dieser Zeitpunkt sein. Off to the front yet again. Also das ist mal schön. Naja, was macht er? Na schön, die rausholen. So. Jetzt müssen wir halt tatsächlich gucken. Er weiß, dass wir auf jeden Fall auf der Hand haben, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Weil wir werden jetzt wahrscheinlich alles gegen ihn spielen. Nein, wir brauchen einen Discarder. Boah, ey, das ist halt. Sag doch, warum spielen wir das Deck überhaupt? Ja. Sollte es eigentlich ganz gut klappen. Er muss anfangen. Da, 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 da,
Komm schon, mal später. Na, er hat jetzt seine größten Kombos schon raus, sage ich mal. Er hat zwar noch ein paar, aber er hat schon diese drei raus, die er abwerfen kann, um Karten zu ziehen. Und er hat, glaube ich, seine drei Maschinen raus? Ne, nur zwei. Zwei. Ich weiß gar nicht, ob er eine dritte spielt. Wer Frage beantwortet. Hat er noch so viel zum Aufdecken? Ich will das nicht spielen. Natürlich ganz gut. Wir werden den abwerfen. Und jetzt werden die Axtmänner halt auch auf 13 gebufft, so. Das finde ich halt noch ein bisschen komisch, dass die Axtmänner, also ich weiß nicht, wann die erinnert wurden, aber normalerweise sollte es erst am Ende der Runde passieren. Es passiert jetzt aber direkt und behält den Boost für die zuletzt abgeworfene Karte. Okay, er hat den. Er hat noch einen. Ah ja, stimmt, er hat noch einen. Wenn er die noch hat, dann werde ich seine Maschine wahrscheinlich mal korallen. Weil die wird jetzt in der Runde noch eine Menge Schaden anrichten können. Sieht, wir haben noch die 13er-Kapitäne. Er liest den Effekt durch. Der Effekt ist aber leider nicht mehr das, was da steht. Sogar im Englischen. Na? Oh, ey. You will see it. Das ist gut für uns. Das ist richtig gut. Oh, Retzerin und Graham ist gezogen. Das ist richtig gut für uns. Er wird wahrscheinlich, ich glaube, er hat sogar noch die Spotter. Es kann wirklich durchaus sein, dass er in der letzten Runde die Spotter spielt und dass er mit den Spottern halt so eine kurze Runde haben will. Wie hoch sind denn unsere jetzt schon? Wir haben sie erst einmal abgeworfen, ne? Wir haben die nie wirklich geretzt. Gods, not a moment's peace. Opfer einfach Korall und holen den Elberbär. Korall hat sich gerade verwandelt. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Ich überlege, ob ich zuerst den Veteran spiele, wobei. Ich spiele doch den Veteran. Ja, ich spiele erstmal den Veteran. Achso, ja, hier, Svanrig ist noch ein Tool Search. Ist mir jetzt gerade aufgefallen, weil er gebufft wurde, aber. Hätte ich auch sagen können. I live to serve. Wir ziehen Emiron. Aber das Problem ist, wenn wir jetzt Emiron spielen und wir ziehen nur Crab und wir werfen jetzt eine schlechte Karte ab, dann kriegen unsere Piraten also halt weniger beide Stärke. Beide haben eine Karte gezogen, ja? Und ja. Der darf deine aufdecken. Unsere wird aufgedeckt, ja. Wie behindert. Das ist sein Effekt. Was ist das für eine behinderte Karte? Die ist eigentlich ziemlich stark so, ne? Ja, genau. Also die ist halt sowieso Mini-Avalar, nur unsere Karte wird gezeigt. Aber die hat ja noch nicht mal einen Nachteil für ihn. Weißt du, sonst hast du immer irgendeinen Nachteil, wenn du ziehen lässt. Weißt du, was ich meine? Naja. Na, wobei, aber Avalar hast du auch keinen Nachteil. Naja, doch, der Gegner hat auch zwei Avalar Karten. Hast du... Naja, aber... Ja, okay. Aber Avalach hast du... Oh, er kann Karten wieder zurück ins Deck packen. Bitte pack er nicht unsere Tui Search wieder rein. Wobei, das ist dann gar nicht so schlecht, weil dann können wir die mit Emiron ziehen. Das ist echt ganz gut, wenn er die wieder zurückpackt. Wenn er die Golems zurückpackt, wissen wir, er hat noch auf der Karte. Noch was hat er bei ihm zurückgepackt? Den haben wir noch. Ich glaube, er hat den Veteran zurückgepackt, oder? Nee, den Veteran haben wir auch noch. Er hat nicht zurückgepackt. Er hat seine Golems alle genommen. Er kann nur zwei zurückpacken. Ja, er hat zwei Golems von sich genommen. Ich spiele mal noch den letzten aus. Oh, das ist gut. Er kriegt nur drei Stärke. Also jetzt spiele ich Emiron. Egal was wir ziehen, wir werden es höchstwahrscheinlich abwerfen. Ja, abwerfen. Oh, der Hagelsturm ist aber... Oh, den Hagelsturm hätte ich jetzt ganz gerne für die Runde. Da müssten wir halt zwei Retze abwerfen, ne?
schwierig. Aber da, warte mal, wir müssten den Hagelsturm auch dann garantiert diese Runde spielen. Ja. Und mit den Retzern, ich behalte lieber eine Retzerin, werfe einen Hagelsturm ab. Ja, mal sehen, ob das so gut ist. Meine Hagelsturm, ja, er verliert jetzt so 20 Stärke, sagen wir mal. Aber bringt es das? Wenn er gepasst hätte, natürlich nicht, ne? What is it? Naja, sieht, dass wir noch die Retze haben. Ich kann jetzt einen Tui Search retzen. Mit Restore theoretisch auch. Oder mit Siegfrieda. Was hast du noch an Silberkarten? Gar nichts im Friedhof, ja. Im Friedhof? Gar nichts. Also wir haben momentan gar nichts. Wir könnten halt locker, würde nichts bringen. Und wir würden nächste Runde Greymist wieder auf dem Friedhof bekommen. Aber Greymist würde halt auch nichts bringen. Höchstens, wenn wir die Einserin nicht spielen würden. Aber mit dem Restore würden wir gerade noch eine Karte zusätzlich um zwei buffen. Ich spiele mal Restore. Spiel den. Wir können jetzt auch noch eine retzen. So, dann spiele ich Siegfrieda. Und retz den. Dann haben wir den Safe, weißt du, auf dem Friedhof und der kann ihn nicht irgendwie wieder wegpacken. Wir haben für nächste Runde auf jeden Fall noch eine starke 15er. Ja. Und da ein Reveal-Deck ist, wird er nicht drüber kommen. Weil Reveal-Decks spielen, glaube ich, also spielt nicht so diese Endkombi. Ich weiß nicht, ob er Joachim de Wett hat. Ja, ich glaube, er hat versucht auch jetzt dich zu besiegen. Ich glaube, das war sein Fehler. Ich glaube nicht, dass er es schaffen wird. Wir haben ja noch eine. Wir haben erst eine Priesterin abgeworfen, oder? Ja. Eine. Wir haben erst eine abgeworfen. Das heißt, wir hätten noch theoretisch eine Priesterin. Du weißt, du hast immer eine Liste. I care for them. Ja, ich beachte die Liste irgendwie nicht so. Oh, guck mal, er hat noch einen Peter. Ich wusste es von Peter. Ich wusste es. Peter. Wir haben noch einen Skirmisher und einen Veteran im Deck. Und wir haben Madman Lugos im Deck. Das sind alles ganz gute Karten. Jetzt halt natürlich blöd, jetzt würde ich ganz gerne Dingens retzen, aber es geht nicht. Ich könnte jetzt natürlich einen Veteran retzen. Der Veteran würde sogar theoretisch noch mal ein paar Karten buffen. Das machen wir jetzt einfach. Also wir haben nächste Runde eine 25%ige Chance, noch eine Retzerin zu ziehen. Ja. Jetzt Hagelsturm. Das wäre bitter. Aber dann würden wir trotzdem noch gewinnen. Okay, nichts. Er weiß nicht, was wir auf der Hand haben. Er kann es sich, glaube ich, denken. So, und jetzt kommt die berühmte letzte Runde. Mal gucken. Wir haben einen Vorteil, sage ich mal, ganz klar. Wir haben einen Vorteil. Ich weiß nur nicht, was er noch für Karten hat. Priesterin? Oh, wir würden unseren letzten Tui Search. Die Sache ist, Veteran wäre auch noch okay. Priesterin wäre besser. Madman wäre auch okay. Ich werf den mal ab. Weil alles, was wir ziehen können, wäre besser. Wir kriegen Madman Logos. Okay. Madman. Wir müssen anfangen. Wenn er einen Brand hat, ist doof, aber er muss jetzt halt was spielen, weil wenn wir sonst was abwerfen, müssen wir unsere Kreatur angreifen, aber dann werfen wir die Priesterin ab. Komm schon. Oh, er deckt unsere Karte auf. Und jetzt weint er. Na, entweder er passt, er gibt gleich auf. Weil er weiß, dass wir jetzt Madman haben. Mit Madman werfen wir jetzt noch. Komm, wir schleudern mit Veteranen. Wumms. Ladet die Katapulte. 23 Stärke mit einer Karte. Es gibt keine Karte im Spiel, die das kann. Wir ziehen noch eine Karte. Und wir ziehen direkt den nächsten Skirmish. Das wäre bitter. Hätten wir jetzt die Priesterin gezogen, dann hätte er, glaube ich, geweint. Jetzt hat er. Er dachte, er hat dich. Meine. Wir ziehen ja noch eine Karte, wenn da eine von uns verbrennt. Ja. Das ist halt so, sonst wäre die Karte zu OP. Sonst wäre es halt so ein Gratis-Brand. Oh, machen wir kurz Kartenfass auf. Hätten wir die Priesterin gezogen, hätte er, glaube ich, richtig schnell aufgegeben, weil dann hätten wir die Karte nochmal stärker vom Friedhof holen können. Ja, wir haben die erste Runde verloren, die zweite Runde haben wir gewonnen.
Wobei man wirklich sagen muss, die zweite Runde lief besser, weil ja nicht unsere Karten aus dem Friedhof sich mitgemischt hat. Dieses Deck hat halt ein Problem, wie viele skellige Decks, dass sie halt auf dem Friedhof angewiesen ist und gegen zum Beispiel Karten wie Nilfgaard sehr böse dasteht, weil die einfach aus dem Friedhof von uns wiederbeleben können. Sehr, sehr anfällig. Und somit unsere Strategie, ja, somit unsere Strategie zunichte machen. Gut, normalerweise wird nur ein Retzer gespielt, vielleicht auch manchmal zwei, aber weil die Karten sind halt vor allem gegen skellige Decks gut. Es ist jetzt Queensguard oder so Skirmisher, aber Monster wäre auch noch ätzend mit Caretaker. Dafür hat man aber auch den Locker, dass man die Karten wieder zurückholen kann. Ja. So doof, wenn es in der letzten Runde passiert. Das war's mit Gwent Kartenschmiede. Wir hoffen, wir haben euch mal so ein bisschen Veteranendeck näher gebracht. Es ist eigentlich ein lustiges Deck. Wie gesagt, die letzte Runde sollte eigentlich ziemlich kurz sein und man sollte halt die Powerkarten noch bereit haben. Und dann hat dieses Deck sogar eigentlich relativ gute Chancen zu gewinnen. Ja, so wie in der zweiten Runde gezeigt wurde. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein. Ciao. Ciao.